Sechser. Uschel! 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 Herzlich willkommen bei Fastnet hautnah. Ich bin Marcel Schmitz, euer Fastnet-Experte. Und Uschel, du Hex. Heute bin ich ein bisschen inkognito. Jahrelang war ich Mitglied bei der Uschleiberg-Hex in Pfullingen. Mittlerweile einige Jahre nur noch passiv, aber ich durfte dieses Jahr nochmal den Umzug mit organisieren. Ich lade euch ein zum überregionalen Narrentreffen. Einige sind dabei aus dem Kreis Reutlingen, aber auch weit drüber hinaus. Schwarzwald, Bodensee, Oberschwaben, alle pilgern sie heute nach Pfullingen. Ich lade euch ein, dabei zu sein. Ich werde es auch moderieren. Also wenn ihr eine Stimme hört, das bin dann ich nachher. Ich werde euch was zu den Zünften erzählen. Aber jetzt davor kommen noch ein paar Bilder von Pfullingen. Da immer vor und nach dem Umzug die Musikgruppe spielt, wie hier auf dem Marktplatz jetzt schon. Herzlich willkommen, der Gastgeber, die Uschlaberg-Hexe aus Pfullingen. Und dann probieren wir es gleich mal. Uschel! 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 Vorher hat es geheißen, die können vielleicht gar keine Pyramide stellen, aber da kommt doch das Pyramidenzeichen. Wir feuern jetzt an. Hey, hey, hey. Ja, die Uschleberg-Hexe, die können doch Pyramiden stellen, das habe ich mir doch gedacht. Da kann doch jeder Pyramide machen bei den Uschleberg-Hexe. Uschel! 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 Also lasst euch nicht blenden nachts. Sonst verführt euch die Uschleberg-Hexe, damit sie befreit wird. Wir rufen noch dreimal kräftig. Uschel! 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 Seit jeher der Gastgeber vom Pfullinger Umzug, wieder einen großen Umzug auf die Beine gestellt, die Uschleberg-Hexe, obwohl es gar nicht so viele Mitglieder sind. Kaiserwetter, die Latzosgucke, ich bin still, genießt einfach den tollen Sound. Letztes Mal auch schon dabei, ziemlich weit hinten, und da dachte man, jetzt stellen wir sie ganz nach vorne. Und was für ein Sound, lege die gleich hin, da macht der Umzug gleich richtig Spaß. Ich will gar nicht lang schwätzen, spiele Nummer 1. Und jetzt kommt die nächste Pfullinger Narrenzunft. Das Mottlesheer aus Pfullinger, da rufen wir Außen! Hey! Außen! Hey! Außen! Hey! Hey!
Und Mottles Heer bedeutet wildes Heer, kommt von Mutes Heer und hatten versucht, früher die unruhigen Kinder im Schach zu halten. Wenn ihr nicht aufpasst, dann kommt's Mottles Heer. Und die Stürme durch die Heerstraße und da muss man sich ganz flach auf den Boden legen, damit man da nicht mitgenommen wird von diesem wilden Heer. Und wenn sie da runterspringen, dann rufen sie Außen! 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 Schon Video, kannst du dich bewegen, genau, geht's auf YouTube. Außen! 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 Bei dem schönen Wetter kann man sich auch mal auf den Boden fallen lassen. Achtung, sonst holt ich das Hagemännle und zieht dich runter. Gemeint war natürlich der Strudel. Und sinnbildlich für den Strudel ist dieser Haken. Kinderpyramide! Hage! 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 Hex, Hex! Hex, Hex! Hex, Hex! So hat man immer wieder versucht, die Kinder von gefährlichen Sachen wegzuhalten, indem man Schreckfiguren erschaffen hat, dass die gar nicht in die gefährlichen Lagen kommen. Wie da am Urfall an der Echatz, wo man sonst in Strudel runterzogen wird. Und da gibt es anscheinend sogar Krebse und Fische und alles Mögliche in dieser Echatz. So ist der Mund dran bei denen Hagemännle. Und dahinter steht die große Pyramide. Hex, Hex! Hex, Hex! Hex, Hex! Hex. Eine Fünferpyramide mit zwei Hexer obendrauf, das habe ich jetzt in meiner langen Laufbahn auch noch nicht gesehen. Immer mal wieder was Neues. Arschgeil! Arschgeil, genau. Hex, Hex! Hex, Hex! Hex, Hex! Hex, Hex. Aber du hast noch was vergessen. Was? Ein dreifaches Je, Je, Je hast du vergessen. Ein dreifaches Je, Je, Je. Probieren wir es nochmal. Hex, Hex. Hex, Hex. Hex, Hex. Je, Je, Je. Schreibt man nächstes Mal auch offiziell rein. He? Heute zum ersten Mal im Pfullingen dabei. Die Jäger vom Mädlesfels kommen aus Pfullingen. Ich habe schon erzählt von dieser großen Sagenwelt hier in Pfullingen. Und ihr kennt bestimmt den Mädlesfels. Links vorne seht ihr das Mädle und es ist mal da am Fels gesessen. Nichts ahnend und dann kam da ein Jäger. Samt seine Pferde und Hunde und hatte nichts Böses im Schilde. Ja, er hatte Böses im Schilde, gerade so rum. Genau. Das Mädle war eingeengt hat keinen anderen Weg mehr gewusst, als diesen Felsen da runter zum Springen. Und was meint er, hat sie es geschafft? Natürlich hat sie es geschafft, gell? Sonst wäre sie ja heute nicht da. Und dann kam der Jäger, hat es gleich versucht, aber der ist natürlich zerschellt. Und deshalb schreit der Jäger und alle anderen, Waduika! 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 Aber er hat es eben nicht gekonnt. Und da ist der Hund. In der Mitte, der ist auch eine tolle Figur, also die Pfullinger Sagenwelt, die gibt schon einiges her, da können wir nochmal 20 Vereine draus machen. Waduika! 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 Jetzt kommen wir zu der nächsten Pfullinger und auch zu der letzten Pfullinger. Jetzt erstmal, nämlich die Glöckles-Hexe aus Pfullinger, da schreien wir Glöckles! 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 Das geht zurück auf das Pfullinger 7-Glöcklein am Rathaus. Da ist ein Glöcklein oben drauf. Und das hat auch schon Leute nach Hause geholfen, wenn sie sich verlaufen haben. Klatsche! Hey, 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 hey! Wow! Glöckles! 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 Viele Kinder haben sie mittlerweile, die Glöckles-Hexe für den Nachwuchs ist bestens gesorgt hier in Pfullingen. Das war ja so ein bisschen wegen Corona die Befürchtung, dass dann aus Brauchtum ein bisschen stirbt in dem Sinn. Aber keine Angst, wir haben genug Nachwuchs hier in Pfullingen. Die 2 Jahre haben wir überstanden.
ohne Nachwuchsprobleme. Viel Musikhammer wieder dabei. Ein Markenzeichen vom Vollinger Umzug. Was man jetzt sieht, sind die Freie Narretreiber Schwahiro. Und ich glaube, das ist Abkürzung für Schwalner, für Hirschau-Rotteburg. Kann das sein? Hirlinge. Also, die Ecke auf jeden Fall. Wir schunkeln. Dann schunkelt schon aus der gleichen Region die Rotteburger Altstadtteufel. Altstadt! 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 Und da ist die Fasner natürlich auch zu Hause in Rottenburg. Denkt man nur mal an die große Narrenzunft mit der A-Lande und ganz viele Gruppen gibt es da noch außenrum. Eine Narrenstadt erster Güte. Ein Narrendorf erster Güte ist Dägerschlacht. Die haben letztes Jahr ihren ersten tollen Narrenumzug gehabt. Das ist auch eine Wiederholung wert. Wiedent-Wildsauer! 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 Habt ihr gut aufgepasst in der Kindheit. Die Wildschweine grunzen natürlich und sagen nicht mehr. So. Die Narrenfigur geht drauf zurück, weil in Dägerschlacht große Wildschweinpopulation gab. Sie wollen Anfeuerung. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Wow, auch eine Fünferpyramide. Aber eine richtig große Wildschweinpyramide. Gar nicht so einfach mit den Masken. Wie denkt Wildsauer? Wie denkt Wildsauer? Wie denn, Wildsauer? Wunderbare Pyramide. Und es geht gar nicht so einfach ohne Übung. Klatschen wir nochmal. Also das wird auch in den Vereinen geübt natürlich. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Wie denn, Wildsauer? Sekrunzelt. Sekrunzelt. Sekrunzelt, danke. Was ist weiter? Jetzt kommen wir wieder zu überregionalen Gästen. Wir gehen nach Wolfach im Schwarzwald, im tiefen Schwarzwald, im Kinzigtal gelegen. Die Langenbacher Tiere und die sehen da auch grausig aus und haben einen langen, langen, langen Narrenruf, wie typisch im Kinzigtal. Und der geht, wir sagen jetzt einmal auf drei. Eins, zwei, drei. Zisch und Knurr, Fauch und Moor, Feuerflamme, gestellte Kamme, Lust und Gier, Slangenbacher Tier, Naro! Richtig tolles Häs, was ihr da habt. Und früher in der Abenddämmerung ist dieses Langenbacher Tier herumgegeistert und hat der Mesner Familie früher den Weg zur Adventsmesse gezeigt. Und was ihr vorne seht, das ist eine angezündete, in Öl getrocknete Floßweide. Das hat er vor sich hergetragen, um den Mesner den Weg zu zeigen. Und schlagartig war er irgendwann weg, diese Gestalt. Mich erinnert es ein bisschen auch immer wieder an Drachengestalten, also wirklich tolle Figur, dieses Langenbacher Tier aus Wolfach im Schwarzwald. Und die Floßweiden, die, mit denen kann man natürlich auch ein bisschen Schabernack treiben hier. Sind dann natürlich nicht wirklich angezündet. Und da gibt es eine ganz närrische Region da bei Tuttlingen, das nennt sich Heuberg. Und da gibt es zahlreiche Narrenvereine, die gehören da zu den Narrenfreunden Heuberg. Und was man hier sieht, also drei Zünfte vom Heuberg haben wir heute da, sind wir ganz stolz.
Die erste ist die Muckenspritzerzunft aus Mahlstetten. Mit dem Narrenrad sind sie gekommen. Mucke! Spritzer! Mucke! Spritzer! Mucke! Spritzer! Und früher war natürlich so, dass die Leute immer mal wieder komische Geschichten gehabt sind. Und so war es auch in Mahlstetten. Da war es nämlich so, die Leute dachten, der Kirchturm brennt. So wie es auch in Ehingen an der Donau war. Und dann sind sie angerückt mit Feuerwehr und ganz viele Leute. Aber es hat sich herausgestellt, es waren bloß fliegende Ameisen, die da um den Turm geschwirrt sind. Wir sehen jetzt, die erste Figur ist der Muckerspritzer, der Feuerwehrmann mit der Glocke. Und dann haben wir hier noch die Mücke. Ja, also nicht fliegende Ameisen haben sie sich ausgewählt, sondern Mücken. Mit ganz tollen Augen, müsst ihr mal gucken. Mucke! Ritter! Mucke! Ritter! Mucke! Ritter! Und was ihr hier jetzt schon hört, das ist ganz traditionell am Heuberg, hat jede Zunft einen Narrenmarsch und so auch die Muckespritzer. Die Musikkapelle im Feuerwehrhäs, ganz passend. Eine richtig schöne Zunft. Wir hören der Narrenmarsch zu. Ganz typisch im Heuberg, auf dem Heuberg ist auch, dass jede Zunft auf den Narrenmarsch hüpft. Da dürfen wir gerne mithüpfen. Mucke! 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 Eine närrische Region am Heuberg. Und ich würde mal sagen, diese Rätsche sollen auch das Summen der Mücken darstellen. Rätschet nochmal alle zusammen! Was für ein tolles Bild! Weißnarre gemischt! Mit Fleckle, Häs, also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Zwei verschiedene Hästypen gekreuzt, Weißnarr und Flecklenarr. Wenn ihr hinterguckt, das soll natürlich auch die Flügel darstellen von dieser Mücke. Wir rufen nochmal. Mucke! 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 Wunderschöne Narre. Oh, vom Heuberg kommen sie runter. Mitglied bei den Narrenfreunden aus Heuberg. Und was man jetzt sieht, die kommen nicht vom Heuberg, sondern aus der Region, unsere direkte Nachbarn von der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte. Auch edle Narren, was da jetzt kommt, nämlich die Krautscheißer aus Unterhausen. Kraut! Scheiße! Kraut! Scheiße! Kraut! Scheiße! Bringen mit der Krautscheißer und natürlich der Weißnarr, der Kochhafer. Hat natürlich auf sich, dass da früher mal bei der Messe oder beim Pfarrer wurde Krautköpfe aus dem Garten gestohlen, weil die Leute Hungerszeit hatten. Und dann hat der Pfarrer dann ausgerufen, wer das gestohlen hat. Keiner hat sich gemeldet. Und dann hat der Pfarrer runtergerufen, ab heute seid ihr alle meine Krautscheißer, weil sich keiner freiwillig gemeldet hat. Kraut! Scheiße! Kraut! Scheiße! Und man sieht schon, der Schal hängt von der VEVN. Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte und ich habe Gläser, ich glaube, ich habe es richtig Gläser, 2027 kann das sein, könnt ihr das schon mal merken, in Unterhausen, das große Ringtreffer von der VFON und da rufen wir drauf, Kraut! Scheiße! Kraut! Scheiße! Kraut! Scheiße! Das wird ein Riesenspektakel in Unterhausen. So viel Narren hat Unterhausen noch nicht gesehen, meistens 4.000 bis 5.000 Narren kommen da beim Ringtreffer 2027 in Unterhausen. Und der Kochhafer, das war
bisschen gucken, dass ich den falsch sage. Ich glaube, ein Graubritter. Ein Graubritter von Oberhausen. Der musste für seine Untaten büßen. Und dann wurde er zum Kahlgericht für 3 Busen auferlegt. Einmal ein Jahr musste er Weinberg schaffen, das hat er gemacht. Ein Ampfer mit Sau, 2 Jahre. Ein Ampfer mit, ein Kochhafen mit Sauerampfer musste ausbringen, hat er auch geschafft. Aber als er eine Frau heiraten musste, nach Wahl der Oberhausener, da hat er sich lieber erhängt. Kraut! 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 Und jetzt kommt mit Abstand die lauteste Guckermusik am heutigen Tag. Die Dannezeppelin aus Schielberg, eine tolle Gruppe. Sie spielt um 16.30 Uhr am Marktplatz. Aus Schielberg, da sind wir ganz stolz, dass ihr heute da seid. Eine der lautesten Guckermusiker, die ich persönlich kenne. Schielberg, das liegt im Albtal, ja, so eine Zwischenregion. Da bin ich zum Karlsruhe rauf, aber auch noch im Nordschwarzwald gelegen. Und die haben heute ganz viele Narren dabei. Angeführt von der tollen Guckermusik, von den Dannezäpflen. Da sehen wir noch der Helferrad aus Schierberg, das sehen wir jetzt auf YouTube. Wie schreit ihr eigentlich? Narina Roh? Hello, Deutschlands schönster Helferrad. Deutschlands schönster Helferrad. Und ich habe gehört, ich schreie jetzt Hello. Ein dreifach kräftiges Hello! 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 Grüß mal nach Schierberg und in die Welt hinaus. Da kommt der Belzer Mertel. In Braun, auch eine Schreckensgestalt, ähnlich wie Knecht Ruprecht, heißt es. Hat aber eine freundliche Maske, also so arg Angst habe ich nicht, aber da rufen wir nochmal, hello! 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 Und was da jetzt noch kommt, sind die Buchholzhexen aus Schielberg. Die haben auch schon Tradition seit 1900, also seit den 60er Jahren gibt es die Hexen schon. Bei uns gibt es sie ja erst seit den 90er. Aber in Schielberg hat man schon lange Tradition und können aber auch lange Pyramiden stellen. Schon Nari und Hello! 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 Auch eine der größten Zünfte, die heute angereist sind, die Narrez und Schielberg von 1953 im Albtal gelegen. Ich sage, die Hexe schreien Hex, Hex, Hui. Und die Hexe schreit Hex, Hex, Hui. Hex, Hex, Hui. Hex, Hex, Hui. Hex, Hex, Hui. Auch eine lange Anfahrt vom Albtal. Wie gesagt, das ist Richtung Karlsruhe hoch, aber auch schon wieder Nordschwarzwald oben. So eine Grenzregion. Und das stellt sich auch im nächsten Häs dar, nämlich die Dachtraufschwaben. Die haben nämlich ein Dach drauf, wie ihr seht. Und die Schielberger werden als Dachtraufschwaben bezeichnet, weil sie auf der badisch-schwäbischen Grenze liegen. Und in der Feindseligkeit zwischen Badener und Württemberger wurde früher zwischen echten Schwaben und Dachtraufschwaben unterschieden. Hello! 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 Das ist eine tolle Maske mit dem Dach, mit dem Haus, muss ich sagen. Haus oben drauf. Wunderschöne Maske. Was die Schielberger alles mitgebracht haben, da freuen wir uns drüber. Und was man jetzt sieht, da schreien wir nicht Hello, da schreien wir Schluss! 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 Kommt natürlich nicht von irgendeinem Schloss, sondern vom bekanntesten Schloss aus dem Umkreis, nämlich vom Schloss Liechtenstein. Und früher, als wir die Schlösser gar nicht mehr so arg gebraucht haben, da wurde zum Beispiel auch das Schloss Liechtenstein zum Jagdschloss umgewandelt.
Weil im 30-jährigen Krieg, da kamen auf einmal ganz viele Wölfe, die Population ist gestiegen. Und da haben die Leute natürlich so Angst gehabt, dass sie die Wölfe erschossen haben. Und der Forstknecht, den sehen wir ganz hinten, der hat 238 Wölfe erlegt. Sonst hätten wir heute noch viele Wölfe wahrscheinlich. Der Forst wird nicht gewesen wäre. Schluss! 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 Hintendran kommt die Burgstein-Hexe aus Liechtenstein. Sie sind natürlich zahlreich angereist, weil Liechtenstein sind gerade mal 3-4 Kilometer von hier. Da haben wir schon gesehen, die Grautscheiße, die Schlosswölfe und jetzt die Burgstein-Hexe. Wer mal schöne Aussicht möchte, der geht mal auf den Burgstein. Kommen wir über den Sportplatz von Holtelfinger hin, habt da eine wunderbare Aussicht über Liechtenstein-Unterhausen. Eine kommt noch, bin ich mir ganz arg sicher. Da kommt sie schon. So, mit neuer Fahne. Burgstei! 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 Das ist eine Tradition hier im Landkreis Reutlingen vor allem auch, dass man Pyramide macht. Das gibt es anderswo gar nicht so häufig. Ich war jetzt gestern zum Beispiel im Schwarzwald, da kennt man das gar nicht. Also vor allem hier in der Region Reutlinger Alb, Oberschwaben, sind die Pyramiden zu Hause. Da sind wir natürlich froh. Burgstei! Hexe! Burgstei! Hexe! Burgstei! Hexe! Okay. So hat halt jede Region seine Eigenheiten. Besonderheiten. Und bei dem tollen Wetter haben natürlich auch viele Wurzelzepp ihr Häs erzogen. Da rufen wir Wurzel! 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 Und wir gehen zur nächsten Sehenswürdigkeit, was noch bei der Schlosswölf der Liechtenstein gewesen ist, ist jetzt die Nebelhöhle. Auch ein Besuch wert. Und die wurde 1517 auf ungewöhnliche Weise gefunden. Der Jäger namens Josef wollte einen Rehbock erlegen. Er stolperte einen Hang über eine Baumwurzel und dabei löste sich ein Schuss und der Rehbock war erlegt. Aber er hat ihn nicht mehr gefunden, weil er ist in die Nebelhöhle gefallen. Wurzel! 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 Das gibt's denn, die Achalmer aus Inningen. Ganz früh da. Und zu der Achalmer vom gleichen Ort sind die Häbleswetzer aus Ehningen. Häbles! 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 Wem ihr da seht, vorne in Schwarz, das ist der Ango. Und der Ango, der war eine Einzelfigur, ein Ortspolizist, der hat wirklich mal gelebt, bis 1944. Ein Weinbauer und Ortspolizist sollte es sein. Und er hat auch seinen eigenen Wein ausgeschenkt. Weil Ehninger, wie wir schon oft gesagt haben, ist ein tolles Weinanbaugebiet. Da brauchen wir gar nicht nach Frankreich fahren, da kann man auch nach Ehninger fahren.
Und die Weinrebe, die sehen in angeheiterten Zustand aus wie Weingeister. Und das sind auch die Heppeswetzer Darsteller, Weinreben. Und was sie da unter Hänge haben, das ist das Häble und das Wetzmesser, was sie da dabei haben. Deshalb auch der Nachbarhof Häbles! 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 Und das Nagerhäs wurde gestaltet damals von Jürgen Hohl, einem bekannten Schneider von der Fasnet. Gell? Hat auch die Schandele zum Beispiel kreiert. Die sehen wir nachher noch. Häbles! 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 Von der Weinbaumetropole Ehningen gehen wir jetzt ins schöne Lautertal zu dem Münsdorfer Geister und da schreien wir Geister! 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 Und wisst ihr was? Früher war das Lautertal auch mal schön, wo noch keine Motorräder durchgefahren sind. Und genau das sollen die Geister darstellen. Die Versuch wurde nämlich aufgeweckt von dem ganzen Lärm im Lautertal. Geister! 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 Lautertal auch immer eine Reise wert. Und Münsdorf liegt natürlich ein bisschen oberhalb auch. Burg Derneck natürlich auch immer eine Reise wert. Sie heißen nämlich offiziell auch Burg Derneck-Geister. Kann man nach Mittelstadt zu den Brühlwerble. Das Video dürft ihr weiterlaufen, kommt da auf YouTube. Da Geist! Da Geist! Da Geist! Ist ein Geist, aber soll auch ein relativ freundlicher Geist darstellen. Ein guter Geist, tut niemand etwas zu leide. Geht halt nachts über die Felder ein bisschen. Nur betrunkene Männer oder allgemein Betrunkene mag die Brühlwerbel nicht so arg. Einen betrunkenen Mann verfolgte sie eines Nachts, bis er sich auf den Boden warf und jämmerlich schrie, da Geist! Da Geist! Da Geist! Geisterfiguren können natürlich auch Pyramide machen. Da feuern wir wieder an. Hey, 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 hey! Unter Anfeuerung auch der Lenin-Gurke hinter schon. Steigt man Takt nach oben. Oh, da kommt ein. Und geschafft! Da Geist! Da Geist! Da Geist! Wieder eine wunderbare Pyramide, wie man sie kennt hier aus der Region. Der Geist! Jetzt kommen doch mal einige regionale Zünfte. Gemischt mit ein paar Guckermusiker überregional und nachher kommen noch mal überregionale Zünfte. Es ist schon ein bisschen durchgemischt heute. Der Geist! Da Geist! Da Geist! Und wir haben sie gerade schon gehört, die Leningo-Gucken aus Lenningen. Jetzt marschiert mir schon der Männerverein aus Reutlingen entgegen. Da rufen wir dreifach kräftig jetzt. Ache! Ache! Ache!
die Reutlinger, das ist ja schon so ein bisschen ein, wie nennt man es, eine Region in Übergang. Richtung Stuttgart gibt es ja mehr Karneval. Und es ist so gerade die Grenzregion, deshalb ist auch beides zu Hause in Reutlingen, der Karneval mit dem Gardemädle und auch das Brauchtum mit der Schandele hinterher, die gehören zum LWK, Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine. Schandi! 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 Ache! 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 Und wenn ihr da mal seht, am Reutlinger Spital, da sind Figuren eingemeißelt. Eine Figur davon ist der Schandele. Man weiß es nicht ganz hundertprozentig genau, aber es könnte eine Schandfigur darstellen. Weil nebendran knien auch bestrafte Bürger. Eine Mischung, so ein bisschen gefiedertes Gänseungeheuer mit Witterhörner und Pferdeohren und herausgestreckter Zunge. Schandi! 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 Was man jetzt zählt, ist kein gefiedertes Gänseungeheuer, sondern ein Tier mit Fell wieder, nämlich die Geusterweißau. Nicht nur in Eninger gibt es Wein, sondern auch in Metzingen gibt es ganz viele Weinberge. Und manche sagen, Metzingen ist extra so kurvenreich gebaut, dass man nach dem Weihnacht wieder gut heimlaufen kann. Und manchmal kann es aber sein, dass einem so eine Weinsau, wenn man ein bisschen antrunken ist, zwischen die Beine läuft. Dann ist nämlich die Weinsau schuld, dass man auffällt. Geuchter! 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 Aus dem Tal kann man wieder rauf auf die Alp. Nach Böttingen, das liegt hinter Münzingen. Die Sternenberg-Kutzler sehen wir da mit ihrem markanten Kochlöffel. Sternenberg! 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 Da werden die Löffel auf den Boden gelegt. Aber es wird ja heute nicht damit gekocht, dann ist das schon in Ordnung. Da sehen wir jetzt, da sind auch Kinder mit dabei bei der Pyramide. Wir klatschen gleich dreimal lauter. Hey! Und Sternenberg! 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 Eine Hutzel! Ist ja auch ein altes Weib, wie ihr bestimmt alle wisst. Man kann das natürlich auch sagen, zu vertrocknetem Obst. Deshalb ist das gar nicht so weit her zu dem alten Weib. Ein bisschen faltigere Haut und daher kommt auch der Begriff Hutzel. Sternenberg! 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 Ihr habt von der Alp die Sonne mitgebracht, bestimmt. Da ist auch mal relativ schönes Wetter. Wenn man aus dem Nebel rauskommt und auf die Schwäbische Alpen auffährt. Darum fahren da so viele Stuttgarter immer noch auf, bestimmt. Sternenberg! 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 Die Ruhe vor dem Sturm, denn jetzt kommt eine der besten Guckermusiker, sage ich jetzt persönlich. Hier aus der näheren Umgebung, nämlich die Neckar-Betscher aus Neckar-Teilfingen. Vorne draus die Blue Diamonds, die Tanzgarde, hat glaube ich ihren letztes Jahr dieses Jahr. Und verabschiedet sich von euch nochmal heute. We'll be right back.
bereits die Musik von den Neckarpätscher dürfen genießen, nämlich die Elefants aus Bad Urach. Elefants! Elefants! Falletra! Elefants! Und der, wo das Schild trägt, das dürfte der Elefant sein. Der Dichter Nikodemus Frischling. Weil früher durften noch nicht alles sagen und schreiben wie heute. Da wurden die Dichter öfter mal eingesperrt und so geschehen im Hohen Urach. Der Dichter Nikodemus Frischling. Er hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Er wollte raus aus dem Turm vom Hohen Urach. Wenn er so aussehen wird wie heute, wäre es kein Problem. Der ist schon gar nicht mehr da. Oder nur noch halb, aber damals natürlich schon. Er hat die steilste Stelle gewählt und ist natürlich leider zerschellt unten. Aber, upsie, genau. Aber an dieser Stelle wächst heute ein schönes Blümlein. Der Name weiß ich gerade nicht mehr. Urachnites irgendwie heißt es. Elefants! Falletra! Elefants! Elefants! Und Elefants ist so ein Ausdruck. Elefants ist oberschwäbischer Ausdruck. Knitzig, können wir es auch noch ein bisschen beschreiben. Wunderfitzig, auch eine traditionelle Zunft aus unserer Region. Bei uns ist ja die Phase noch nicht ganz so alt. Aber gerade in den 80er, 90er Jahren ist das alles aufgeblüht bei uns. Hat den Ursprung, das Pullinger und wann seid ihr gegründet? 93, genau, in den 90er gegründet. Weil natürlich die Region hier vor allem evangelisch war und die Evangelier haben irgendwann die Fastenzeit und somit auch die Fasten abgeschafft. In den 90er ist alles wieder aufgeblüht, da sind wir auch froh drüber. Eule! 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 Die Lägerschlachter sind Eulen, weil die haben lange Zeit gar keine Straßenbeleuchtung gehabt. Und da war ein fortschrittlicher Gemeinderat irgendwann mal gemeint, wie wäre es denn, wenn man langsam mal eine Straßenbeleuchtung anschafft. Aber der Bürgermeister hatte schon die Antwort parat, ach komm, die Eule, die findet den Weg doch auch im Dunkeln. Das brauchen wir gar nicht, aber ich glaube, heute haben sie auch Straßenlaterne. Eule! 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 Und ganz traditionell haben sie da auch besondere Sachen dabei. Ich glaube, ein Wagen, wo was schießen kann und dann auch noch ein Wagen, wo sich drehen kann. Wie am Kanzler der Vase, nur hier muss man keine 6 Euro Eintritt zahlen für das Fahrgeschäft. Eule! 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 So muss es sich anfühlen, wenn eine Eule fliegt. Ah, noch Konfetti überall rein. Wunderbar. Was man jetzt sieht, sind Krummhexer aus Bronnweiler. Eine von der ältesten Hexerfiguren bei uns in der Region. Und Pyramide findet hinter mir statt, sehe ich gerade. Hey, 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 hey! Die Krummhexe, die stellt immer eine wunderbare Pyramide aus anderer Form dar. Zum Kuckuck! Zum Kuckuck! Und die Krummhexe entsprang einem lebenden Vorbild, nämlich Magdalena Krumm. Und wie ihr alle wisst, wurden früher Hexen verfolgt, leider. So auch Magdalena Krumm. Sie bekannte sich nach Folter, nehme ich mal an, dazu dem Teufel verfallen zu sein. Unter anderem war sie dafür verantwortlich, dass es in Melchingen einen Hagelschauer gab. Deshalb.
Und einige Leute sollen nach der Berührung mit ihr zu Tode gekommen sein. Und hier kommt jetzt das nächste Highlight. Eine Kuckuckspyramide mit einigen Kindern sehe ich hier. Und oben drauf nochmal ein Kuckuck. Und nochmal ein Kuckuck. Zum Kuckuck! Zum Kuckuck! Zum Kuckuck! Bei dem schönen Wetter sind sie nicht in Süden geflogen, die Kuckucks, sondern sind natürlich zu uns nach Frühlingen alle kommen. Ganz klar. Zum Kuckuck! Zum Kuckuck! Zum Kuckuck! Und jetzt hören wir gleich den Narrenmarsch. Vermutlich von der Narrenzunft aus Rosswangen im Zollern Altkreis. Vorne draus die Rosshexer, da rufen wir schon mal Ross. 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 Ich spiele nachher auf dem Marktplatz noch die Feierteufel. Die Kleisle-Schießer bestellt einen Bäcker dar. Auch eine Geschichte, die wirklich mal stattgefunden hat, hat ein Bäcker im Ofen etwas gesehen und er dachte, das sei vielleicht eine Ratte und hat dann sein Gewehr geholt und hat drauf losgeschossen und dabei war das bloß ein Kleisle, also ein Brotende, oder? Ja. Und deshalb Kleisle! Kneißle! Kneißle! Und das sind schöne Narren, die auf der Narrenmarsch hüpfen. Wie es im Zollern Altkreis sich das so gehört. Und jetzt kommt wieder meine persönliche Meinung, aber ich finde, das ist die schönste Tiergestalt hier aus unserer Region, die wirklich richtig gelungen ist. Eine tolle Maske, nämlich sind es die Auerochsen. Auer! 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 Und das ist wirklich eine wahnsinnige Gestalt, wenn sie da so auf einen Zug kommt. Denen möchte man auch nicht nachts begegnen, zum Glück ist das kein Nachtumzug heute. Das sind wirklich richtig dunkle, schaurige Gestalter, Ochsenfiguren. Hat auch mit dem 30-jährigen Krieg zu tun, da lebten dann bloß noch ja, 96, Moment, 96 Personen und eine Herde Auerochsen in Alteburg. Und im benachbarten Gebiet war ein Schatz begraben und das wussten aber nur die Alteburger. Und haben sie dann mit den anderen das Gebiet getauscht, gegen einen Auerochsen eingetauscht. Doch der Auerochse ist wieder zurück in seine Herde gekommen, der war ja nicht blöd. Auer! 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 Altenburg gehört zu Reutlingen. Die Altenburger Auerochsen. Richtig schöne Gestalter gibt es auch in unserer Region wirklich ganz viele und die Auerochsen gehören definitiv dazu. Die nächste Figur geht auch wieder auf eine wahre Begebenheit zurück, nämlich stellt die Rosberghexe die Dorothea Rahr dar, die im 16. Jahrhundert gelebt hat. Sie verbündete sich auch mit dem Teufel. Ich glaube nicht, dass es freiwillig zugeben hat, sondern natürlich auch wieder mit Folter und allem drum und dran. Und sie warf zum Beispiel ein Pulver aus, woraufhin dem Korn die Spitzen abbrannten und die Weinreben verdorben sind. Und ihrem Sohn, der Schäfer war, wurde ein Lamm gelähmt. Und sie bereitete ihm auch noch ein vergiftetes Essen zu, sodass dieser auch noch gestorben ist. Und das war dann natürlich die Spitze vom Eisberg. Rosberg! Rosberg! Rosberg!
Rosberg. Hexe! Wurde 1603 verbrannt. Dorothea Rahn. Obendrauf eine Besonderheit, den Rosberg. Das sieht man nicht so häufig, dass da noch ein Turm auf der Maske ist. Wunderschön. Und auch die Blume in der Mitte. Bei Gönninger, bei Mössingen ist auch eine Blumenregion. Die haben öfter mal so Saatgut dabei für Blumen. Rosberg! Hexe! Rosberg! Hexe! Rosberg! Hexe! Und jetzt geht's wieder auf die schöne Schwäbische Alb. Auf die raue Schwäbische Alb, wobei da gerade gar nicht so viel Schnee liegt. Nach Eglingen. Und die haben einen ganz schönen Nachruf. Händersche! 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 Am Fastnet-Sonntag der große Umzug in Eglingen. Die Gabelmädchen, die da so für uns tanzen, den schreiben wir auch entgegen. Händersche! 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 Und sie haben ihre Narrenkapelle dabei. Lange Jahre war in Eglingen so, dass es keine feste Maskengruppe gab, sondern verschiedene Ortsgruppen. Aber seit einiger Zeit haben sie auch den Brendeler. Mit der Kamera jetzt so geschickt, ja. Und das stellt einen Bauer dar, der versucht hat, sein Feld zu schützen. Aber die anderen Bauern, die haben gedacht, da geht ein Unwesen, ein Tier um sich und haben versucht, den anzuzünden. Und als dann er Feuer gefangen hat, haben sie gemerkt, oh, das ist ja bloß ein verkleideter Bauer. Und den haben sie dann Brendeler getauft. Zum Glück hat er natürlich überlebt. Solche Geschichten passieren manchmal halt, gell? Händersche! 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 Was nicht Sonntag? Gange doch nach Eglinger, das ist ja klar, das trage ich gleich ein im Terminkalender. Eine unglaubliche große, vor allem, Kinderpyramide. Von der Halder Füchs. Halder! 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 Haben die einen Nachwuchs, Mensch? Wie viel Kinder kriegen die Füchse immer? Bestimmt etwas eins. Und die Halder Füchs, die kommen jetzt aus Sondelfingen, auch aus dem Landkreis Reutlingen bei uns. Und Halder, das sind so ein bisschen terrassenförmige Straßen. Das gab es früher, oder gibt es immer noch in Sondelfingen, aber mittlerweile natürlich stark bebaut, sodass die Füchse nicht mehr so arg zu Hause sind. Aber da gehen sie halt nach Pfullingen, wenn sie da nicht mehr wohnen können. Halder! 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 Mensch, seid ihr ein großer Haufen geworden. Ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Richtig viele Füchse gibt es mittlerweile in Sondelfingen. Wahnsinn! Kamera! Mann! Kamera! Und wenn so viele Narren sind, dann müssen wir auch viel schreien. Halder! 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 Sieht das klasse aus bei dem Kaiserwetter in Pfullingen. Die letzten Jahre haben wir immer Glück gehabt, heute auch. Da lohnt sich der Eintritt gleich doppelt, weil dann kommen da doppelt so viele nachher mit dem schönen Wetter.
der diesen Brei zubereiten konnte, habe ich gelesen. Und eines Morgens ging es dem Bauer nicht schnell genug, dass er aus der Pfanne essen wollte. Aber die Pfanne war noch zu heiß, so wurde sie rausgestellt und angebunden. Und der Hund hat es aber dann gegessen. Freya! Freya! Bender! Freya! Bender! Und Kasperle! 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 Er stellt den Geist vom ehemaligen Vogt von Gomaringen dar. Er hat die Gemeinde betrogen und muss deshalb als Geist umhergehen. Und man sieht ihn heute noch in barocker Zipfelmütze und barocker Kleidung und Schnallenschuhe. Guck doch mal die schönen Schuhe an von dem Kasperle. Und wie deren wir bei dir jetzt singen? Wir machen jetzt unseren Kasper-Tanz. Okay. Und das hat man ein Mikro auf. Du hast jetzt Sendepause. Also das singen dir. Wir stehen da neben die Norden, du singst mit. Okay, so können wir es probieren. So, alle Kasperle mit den Tanzpartner suchen. Auch hier, wir suchen immer noch verzweifelt nach der Lomba-Kapelle. Also wer Interesse hat, wir da nochmal eine Gründe. Sonst müssen wir da noch jedes Mal singen. Das wird leider jetzt so arg, aber wir tun's trotzdem. 1, 2, 3. Kasperle, Kasperle, der kleine Kobold tanzt. Kasperle, Kasperle, von morgen bis in Nacht. Kasperle, Kasperle, er lässt dir gar keine Ruhe. Er nimmt aus seinem braunen Sack seine kleine Dose und schnupft der Back und rum mit seinem schwarzen Frack und seine schnallen Schuhe. Dankeschön! Der Kasperle-Tanz ist natürlich ganz bekannt. Früher hat es die Kätloka noch gegeben, die Lumpenkapelle. Also hier auch nochmal der Aufruf. Wer mal ein Instrument spielt oder gespielt hat, der kann ganz sich im Gomaringen melden. Lumpenkapelle gründen. Kasperle! 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 Und Freya Bender! Freya Bender! Freya Bender! Da gab es auch mal eine Lumpenkapelle hier in Rommelsbach. Und die gibt es natürlich heute noch. Und die hat heute Morgen oder heute Mittag um 12 Uhr schon gespielt auf dem Marktplatz. Die sind schon warm. Luca! Wir sind in Rommelsbach beim Segensarzt aus dem 16. Jahrhundert, der Gallerhannes. Galle! 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 Und bei der Sumpfdotterblume der Schmalzkachel. Schmalz! 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 Wunderschöne Nachhäser, die alle in den 90er Jahren erschaffen wurde und heute noch das schöne Bild abgeben bei uns in der Region Reutlingen. Da wurden ganz viele tolle Massen gegründet in den 90er. Rommelsbach, Kirchentellinsfurt. Also ganz viele, die man heute noch gerne sieht. Schmalz! 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 Galle! 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 Und was wir jetzt sehen, jetzt gehen wir wieder ins Laudertal nach Rundersingen, da ist auch besonders schön. Zu den Stomberspringer. Stomber! 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 Viel Wald gibt es natürlich rund ums Laudertal. Und da sind die immer mit den ganzen Familien in der Wald und haben da die Bäume gefällt. Und die Kinder sind da so wie die jetzt über den Stomber gesprungen, also über den Baumstümpfe. Und wir feuern jetzt an. Hey, 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 hey. Stomper! 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 Was sollen die Kinder sonst schon machen, wenn sie mit den Wald geschleift oder zu Bäumen fällen? Natürlich über die Stomperspringer! Wir die Stomperspringer aus dem Lauderdal, aus Rundersingen. Schön, dass ihr da seid mit ihrem tollen Häs. Stomper! 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 Und was da jetzt kommt, das sind die Wannweiler Esel.
Ein braver, aber nicht allzu heller Wannweiler Bürger hat einmal einen Kürbis gefunden. Und er wurde, hat einen Eseltreiber gefragt und er hat ihm versichert, dass der Kürbis ein Eselei. Und dann hat der Bürger versucht, das Ei auszubrüten. Der Kürbis hat sich draufgesetzt. Dann ist er runtergerutscht. Also der Kürbis ist der Berg runtergerollt, ist am Baum zerschellt. Und gerade in dem Moment war ein Hase zu sehen, ein brauner. Und da hat er gedacht, aha, der Esel ist geschlüpft. Und er ist aber weggehüpft, der Hase, und hat ihm hinterher geschrien: Esele! 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 Und mittendrin sehen wir da Esel, Treiber, Esel, Esel. Auch eine der schönen Figuren, die in den 90er gegründet wurde, glaube ich. Und jetzt sehen wir eine der besten Guckermusiker aus dem Schwarzwald. Sie kommen vom größten Marktplatz Deutschlands, von Freudenstadt, die Hexeheuler. Die Hexeheuler aus Freudenstadt, eine große Ehre, dass ihr heute da seid. Aus Freudenstadt, wirklich eine bekannte Gruppe Guckermusik, die durch ganz Deutschland reist. Und heute reist sie durch Pullingen. Da sind wir stolz drauf. Und mit der Hexeheuler auf Reisen geht hier die Krautkräger aus Betzinger im Gleichschritt. Kraut! 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 Heute ist zum Glück nicht so kalt, da kann man es gut, einigermaßen gut aushalten. Krautz! 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 Und man sieht, wir sind in der Grenzregion, wie vorher schon gesagt, in Reutlingen. Grenzregion zum Karneval. Die haben Karneval dabei, aber auch die Brauchtumsfigur, die Mühlekatze nachher. Eine bunte Mischung. Der Elferrat, den rufen wir auch nochmal. Krautz! 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 Und jetzt guck doch mal die Straße auf. Katzen über Katzen über Katzen. Mühle! Katze! Mühle! Katze! Mühle! Katze! Eine Mühle, natürlich ein mystischer Ort. Früher hat es ganz, ganz viele Mühlen gegeben. Eines der bedeutendsten Bauwerke in Betzinger war gerade diese Mühle. Die Bauern brachten ihr Getreide und ließen es gegen Lohn dort mahlen. Das war natürlich damals schon Geschäftsidee. Und in der Fruchtkammer lagerte das ausgedroschene Korn und das hat natürlich wen angelockt? Die Mäuse. Und wen mögen die Mäuse gar nicht? Die Katzen. Und hat man dann die Mühlekatze angeschafft, dass sie die Mäuse fressen. Mühle! Mühle! Katze! Mühle! Katze! Und dieses Zeichen, das könnt ihr euch merken, das bedeutet Pyramide, dass auch die Hintersten das alle merken, dass es losgeht. Und es kündet sich an, eine riesengroße Pyramide von der Mühlekatze. Hey, 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 hey!
Wer viele Lange hat, der kann auch riesige Pyramide stellen, wie man sieht. Betzingen, eine der größten Zünfte aus Umkreis. Mit Trochtelfinger, Sickenhausen und Betzingen hat mindestens genauso viele Lange. Einiges hat die Region Reutlingen zu bieten, vor allem schöne Tiermaskenfiguren, wie wir sie schon gesehen haben, im Auerochse und mit der Mühlekatze, die Eule. Da geht es richtig tierisch zu im Landkreis Reutlingen. Okay. Aber es geht nicht nur tierisch zu, sondern manchmal auch ein bisschen räuberisch. Weil die Wälder, die waren natürlich dunkel und da konnte man sich gut drin verstecken und sein Unwesen treiben. So auch der Räuber Hannigel mit seiner Bande. Der wurde geboren 1743 als Zigeunerkind Jakob Reinhardt auf offenem Feld. Das muss man auch mal schaffen. Hoffentlich war es da kein Winter. Und er trieb mit der Räuberbande Land auf, Land ab sein Unwesen. So auch in Ommenhausen. Und da hat er mal einem verräterischen Bandenmitglied aufgelauert. Hannigel! 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 Seit einiger Zeit haben sie auch noch eine weibliche Figur dabei, das Madigweible. Wurde auch als Kinderschreck benutzt. Wenn du nicht brav bist, dann hol dies Madigweible. Und der Grenzstein im hinteren Madachwald wird heute auch noch als Madigsweibles Grab genannt. An dieser Stelle wurde das Madigweible am öftersten gesehen. Madig! Madig! Weible! Madig! Und jetzt gucke ich doch mal auf, auch ein schönes Bild, ganz in Rot. Jetzt kommt wieder, was ich gesagt habe, nämlich die überregionale Zünfte. Jetzt haben wir einen großen Block Reutlinger Zünfte gesehen und jetzt geht's Richtung überregional, nämlich nach der Nähe, oder Niedereschach sind wir jetzt, bei der Eschachteifel. Das liegt ganz in der Nähe von Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Region. Und jetzt schreiben wir Eschach! 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 Tolle Fleckleshäs haben sie an. Das ist auch ganz typisch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Da gibt es ganz viele mit Flecklehäser. Und einen riesigen Stock, wo sie auch vielleicht mit hüpfen können und euer Unwesen treiben. Aus Niedereschach. Jetzt sitzen sie alleine da. Ich hocke an ja mal nach. Und da kommen sie gesprungen, die Eschachteifel aus Niedereschach. Auch eine schöne Gemeinde mit tollem Umzug. Da müsste doch mal gewesen sein in Niedereschach. Eschach! 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 Und das, was er hinter dran seht, in Schwarz, das ist der Bärlefein. Und er stellt einen Waldschrat dar, der um 1571 in den Wäldern von Niedereschach sein Unwesen getrieben hat. Und heute treibt er die Teufel an mit, schreiben wir mal, Bärle! Nein! Bärle! Nein! Bärle! Nein! Sonst aus dem schönen Schwarzwaldpark, gar nicht so weit weg von Niedereschach, liegt nämlich Neuhausen. Nicht auf den Filtern und auch nicht bei Metzingen, sondern Neuhausen bei Königsfeld. Und die können richtig schön springen, die Narren. Vielleicht sehen wir dann gleich auch noch den Narrenschritt. Die Musik fällt natürlich jetzt ein bisschen. Aber das sieht trotzdem schön aus und hört sich auch toll an, wenn die jetzt gleich hier die Straße runterjuckt.
seht auf die Beine, der Wolf. Das ist nämlich der Wolfsnarro. Und dem ruft man entgegen: Wolfs! 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 Der Schwarzwald-Bariton rund um Villingen ist das so üblich, dass man da Weißnarren hat mit Gschell und allem drum und dran, die auf den Narrenmarsch hüpfen. Und die haben auch ganz bekannt diese Halskrausen. Fuchsschwanzsämer, ein Narrensymbol. Und diese Leinegewänder, die sind immer handbemalt, also da müssen richtige Künstler am Werk sein bei denen in der Zunft. Auch die nächste gehören noch dazu, die haben auch ein bemaltes Leinewandkäse. Das sind die Geisterrecken aus Königsfeld-Neuhausen. Geister! 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 Eine abgewandelte Form des Weißnarren mit braunem Häs. Wunderschön gestaltet, auch mit den barocken Halskrausen. Vorne auf dem Bauch der Geist drauf. Geister! 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 1911 haben sie sich gegründet, sie gehören zur Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Wobei Bodensee ist ein bisschen weit hergeholt, weil die kommen aus der Nähe von Geisingen, eigentlich auch in der Nähe vom Schwarzwald-Bahr-Kreis. Aber da gehört Hegau halt auch dazu bei der Vereinigung. Die Narrenzunft Lacciari Kirchenhausen von 1911 von der Vereinigung Hegau-Bodensee. Eine riesen Ehre, dass ihr heute anreist. Nari! 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 Und man sieht, da wird die Fasen geklebt im Hegau-Bodensee-Gebiet. Großer Narrenrad sehen wir da. Und Narrenmarsch hinter dran. Nari! 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 Der Narrenmarsch aus Kirchenhausen. Der schönsten Choreografie der schwäbisch-alemannische Fasnet, nämlich die Choreografie der Lacciari aus Kirchenhausen. Gucken wir mal die Straße hinauf, wie die runtermarschiert mit ihrem Sturm in der Hand, Schellerstab in der Hand. Nari! 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 Und Lacciari heißt das einfach ein einfacher und tollpatschiger Mensch soll das darstellen. Und die bunten Farben stellen den allmählich erwachenden Frühling dar. Ja, man könnte es heute fast meinen. Ist das eine riesige Zunft? Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Da gibt es ganz schöne Narrentreffen, wenn ihr mal in der Region seid. Bodensee und Hegau. Wahnsinnige Narrentreffen mit Narrenmärsche und Narrenschritte. Nari! 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 Die Lacciari aus Kirchenhausen. Und wenn ihr da nicht genug sehen könnt, guckt das nochmal an auf dem YouTube-Kanal. Fasnet haut nah, da könnt ihr da alles nochmal nachgucken. Auch die Lacciari von Kirchenhausen sind dann zu sehen in voller Größe und Länge und Schönheit. Und auch die Hexen aus Kirchenhausen sind natürlich auch drauf zu sehen. Die wurden 1951 gegründet, das heißt, da ist die Fasnet schon ein bisschen länger und als hier in der Region Reutlingen, da gibt es das ja seit den 90er und in Kirchenhausen, da wird natürlich seit jeher Fasnet gefeiert. Natürlich auch katholische Regionen, wo die Fasnet nie abgeschafft wurde, weil Fastenzeit weitergemacht wurde. Und die machen richtige Kunststücke, die Hexen aus Kirchenhausen. Nari! 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 Die riesige Schau, Kirchenhausener. Da wird die Fasnet gelebt in Kirchenhausen im Hegau. Aber gelebt wird sie natürlich auch bei uns, nämlich in Sickenhausen. Bei der Teifel. Wem gehört der Flecker? Wem gehört der Flecker? Wem gehört der Flecker?
das fasziniert mich jedes Mal, dass neben der Wölf trotzdem noch genug Leute gibt, die auch noch eine zweite Narrationsstelle den Zickerhausen. Ups. Und eine Pyramide von den Zickenhausener Kindern. Den Körner Flecker! Den Körner Flecker! Den Körner Flecker! Rote Karte! Ey, gang ja schon! Ja, gang ja schon! Jetzt kommen wir mal zu den Branntweinhexer Kohlstätten! Branntwein! 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 Die Kohlstädter waren ums Jahr 1672 den Branntwein verfallen. Heute gibt es noch andere Getränke, die beliebter sind wahrscheinlich. Und in der Kirche schliefen sie deshalb oft beim Gottesdienst ein, die Kohlstädter. Und weil die Kirche damals... Klatschen wir nochmal! Hey, 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 hey! Weil die Kirche damals mit der Schule zusammengegangen ist, haben die Lehrer gepredigt. Hey! Branntwein! 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 Und die Lehrer haben dann gesagt, wer zu viel Alkohol trinkt und Branntwein trinkt, den holt die Branntweinhexe. Und die Leute haben es natürlich sofort geglaubt. Eins der buntesten Narrenhäser von der Alp, die Branntweinhexe aus Kohlstädte. Die leuchtet, egal welches Wetter man hat, aber heute natürlich in der Sonne besonders. Branntwein! 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 Und das Wetter lädt natürlich gerade dazu ein, auf dem Boden rumzuliegen und zu wahlen und Boden unsicher zu machen. Branntwein! 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 Jetzt tut der Rücken weh. Jetzt leider verpasst. Mach's nochmal für YouTube, also. Und? Branntwein! 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 Jetzt hören wir traditionelle Klänge aus dem Hochschwarzwald, aus Kappel bei Lenzkirch, der Musikverein. Hörnlebuben und Hörnlemeidle aus Kappel bei Lenzkirch. Das liegt wunderschön gelegen zwischen Titisee und Schluchsee und Feldberg. Da hat es nur Schnee. Hörnle! 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 Die sind schon ganz früh da gewesen, weil um 12.20 Uhr haben die Musikverein schon auf dem Marktplatz gespielt. Die waren mit die Ersten, die heute da waren. Die nutzen das Fest richtig aus hier in Pfullingen. Und man sieht traditionell vom Hochschwarzwald eine kernige Holzmaske, eine Derbemaske, Flecklehäs, Schelle dran. Und die Socke gelb-rot, weil Lenzkirch ist natürlich badisch. Hörnle! 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 Und ganz besonders die Ehre, weil 2020 waren sie schon mal da, die weite Strecke auf sich genommen. Und dies Jahr gleich schon wieder. Die Hörnlebube aus Kappel im Hochschwarzwald. Ja,
Eine große Ehre. So, und da. Und hintendran, aus der Nachbargemeinde aus Lenzkirch, kommen die Dildappen. Die haben sie natürlich auch dabei heute. Dildappe, das ist ein Wolperdinger, also ein Mischwesen aus verschiedenen Tieren. Also ich kann erkennen einen Rehbock, vielleicht einen Hasen, ja, einen Ziegenbart, einen Fuchs drum gewickelt. Und da hat man natürlich früher immer, haben die Leute die wildesten Tiere gesehen, wenn sie beim Jagen waren, und dann gesagt, oh, da war ein riesiges Tier, das sah aus, das hat Hörner gehabt, das sah aus wie ein Reh, aber auch wie ein Has. Und da hat man natürlich dann, daher kommen die Dildappen, weil das immer die Geschichte waren, die dann so im Wirtshaus erzählt wurde, was man da alles gesehen hat im Wald. Dill! 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 Und im Schwarzwald, da kann ich mir vorstellen, da kann man einiges sehen, wenn man das will. Und wenn man schon ein bisschen was getrunken hat vom Jagen, da sieht man dann auch den Rehbock mit dem Hasengesicht. Dill! Dappa! Dill! Dappa!